Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Chronicles, die dunkle Bruderschaft, hier bei Crush 45 Athena. Im letzten Part konnten wir die restlichen Kommunikatoren finden, beziehungsweise die letzten Verstecke der Plünderer ausmachen. Aber wir konnten Knuckles bislang noch nicht finden. Aber Tails konnte die Kommunikatoren miteinander verbinden und ein Signal aus den Mystic Ruins empfangen. Und dorthin wollen wir uns eigentlich begeben, aber ein Chiyuan-Soldat versperrt uns den Weg. Tut uns leid, Sonic, aber wir können dich hier nicht durchlassen, ist zu gefährlich. Wieso ist es so gefährlich? Wir haben ja eine Einheit auf höchster Alarmbereitschaft, um Angel Island von Plünderern zu verteidigen. Keiner kommt rein, keiner kommt raus, tut mir leid. Ich glaube, ich habe eine Idee, Sonic. Auf der anderen Seite von Mystic Ruins befindet sich ein Flugplatz. Vielleicht kommen wir von dort aus rüber. Warte, du bist also... Ja, zurück in die Weltstadt, Team. Wir nehmen den Tornado. Okay, dann fliegen wir halt hin. Ja, aber normalerweise kann Sonic einfach so von den Typen vorbeiflitzen, ohne Probleme. Ich hätte gehofft, dass ich ihn noch nicht einsetzen muss. Er ist noch nicht ganz fertig. Aber wie es scheint, bleibt es keine andere Wahl, als den Rundflug mit dem Tornado zu machen. Haben wir den Tornado nicht schon eher genommen? Ein paar der Bauteile brauchte ich für die Falle, die Markus gebaut habe. Und als die Falle in die Luft flog, wurde die Bauteile zerstört. Wegen sollte, aber ich würde nicht zweite Strecken zurückfliegen, nicht bevor Stabilisatoren überholt habe. Sicher, dass wir einen Ort nach Knuckles suchen? Ich weiß nicht genau, aber ich hoffe es. Das Signal zum Hauptquartier findet sich ja Knuckles dort. Da findet sich ja Knuckles dort. Wenn nicht, ja, dann hoffe ich, dass wir es finden, der zu einer Spur führt. Dann macht der Tornado bereit, damit wir Knuckles retten können. In Ordnung! Ich muss nur kurz ein paar Dinge bearbeiten. Wenn du dich einen Moment ausruhen möchtest. Ach, ja, bla bla, speichern. Wenn du soweit bist, geh einfach nach draußen zum Flugzeug. Wir sind nur in Mystic Ruins. Na denn? Wir können in der Zwischenzeit auch mit den anderen interagieren. Mit den Links, wenn wir fliegen? Das sieht aber unstabil aus. Ja, es geht eben um. Es macht dich bereit. Ist ja bloß der Flug, eins seit wann? Nimm Dexte. Nicht auch manchmal Flüge mit? Wie läuft's, Amy? Oh, Blätten, warum fragst du? Du bist doch immer so miese, Patrick. Hier geht nur alles drunter, drüber. Ich mache mir Sorgen um dich. Okay, aber wieso denn? Ich kann's wohl dann aufpassen. Aber es ist nett, dass du Gedanken mich machst, sondern dass du es mir gesagt hast. Kein Ding. Trotzdem danke, ich sollte mich Verbreitung kümmern. Ja, ich wollte mal mit Sonny ein bisschen netter sein. Ihr könnt es so gestalten, wie ihr wollt. Hey, Egel, was gibt's? Wie geht's, Rouge? Bestens, ich bin auf alles vorbereitet. Ich will hoffen, dass diesen Ort was Glänzendes auf uns wartet. Knuckles ist zwar niedlich, aber nichts ist süßer als eine Belohnung. Du findest Knuckles niedlich? Schon mal was von Sarkasmus gehört. Er hat zwar eine Art ungehobelten Charme, aber er ist nicht Typ zu schweigsam. Nicht so niedlich, dass ich Kopf und Kragen für ihn riskieren würde. Also ich hoffe doch stark, dass diese Mission für mich lohnt. Überhin halt auf, mach dich bereit. Aber sicher, Schnucki, mach dir um mich keine Gedanken. Ich glaube, dass sie doch lügt und heimlich doch ein bisschen was für ihn empfindet. Aber wir wollen das jetzt nicht zu sehr spekulieren und sondern sollten uns lieber jetzt mal auf unsere Mission konzentrieren. Da schon alles draußen, geh einfach raus zum Flugzeug, wenn die Reise losgehen soll. Na denn, ab geht die Luzi. Da ist er, der Tornado. Immer noch in klassischen Rot. Warum können die ihn nicht in Blau wieder zurückbringen, wie in Sonic X zum Beispiel? Oder in Sonic Adventure. Sonic Adventure 2. Da war er in richtig schön Blau. So. Jetzt können wir nämlich bestimmen, wohin wir fliegen wollen. Und hier wollen wir ja hin, zu den Mystic Ruins. Also los.
Ugh. Sollen das denn Mystic Ruins sein? Puh, entschuldigt die holprige Landung, Leute. Der Nebel ist so dicht, dass ich kaum den Boden sehen kann. In Mystic Ruins ist doch sonst nicht so neblig. Ich kann aus nicht mal den Angel Island erkennen. Mystic Ruins? Eher matschig als mystisch, wenn du mich fragst. Ich sehe keinen Juwen-Soldaten. Ich glaube, die Luft ist rein. Die Ruinen müssten westlich von hier liegen. Los, wir müssen Nuggets finden. Ja, es ist wirklich aus ekelhaft. Oh, und hier kommen wir nicht durch. Das ist Giftgas. Da brauchen wir jemanden, der immun gegen das Gas ist. Ich kid, Leute, es gibt das, was ich dusche, dann solltet ihr mal näher ansehen. Das sind nicht Virush, es kommt von der drüben, sieh doch. Eine Art Gaswolke, ich freue mich, woher die kommt. Das Zeug stinkt. Es stinkt nicht, es kann unter Umständen auch lebensgefährlich sein. Wie kommen wir irgendwie drum herum? Das wird nicht nötig sein. Was ist das? Ich weiß nicht, aber es kommt von der Wolke. Bereit machen zu Kampf, Team. Keine Sorge. Es handelt sich hierbei nur um einen altbekannten Kumpel. Dick! Baby! Oh, von der das... Ich nehme an, Big, falsch dich erstmal. Was machst du denn hier, Big? Ach, ich war gerade am See da drüben angeln und dachte, ich hätte eben losgehört. Ich habe mich so gefreut, dass ich ganz See geplatscht. Bin durch den ganzen See geplatscht und sehe da Amy. Bist du durch das Gas gekommen, Big? Das ist doch gefährlich. Ach, das ist der Niesnebel. Davon muss ich niesen. Ja, ich stelle mich lieber in den Nebel. Ja, also ich war gerade im Froggy Island, ein paar Typen mit Uniform waren da, aber zum Glück haben die mir die Fische nicht verscheucht. Auf einmal gab es einen furchtbaren Lärm und all diese Lichtblitze. Ich habe gesehen, wie die Soldaten weggerannt sind. Und da kam auch schon der Niesnebel. Sogenannte Nebel. Ist wie eine Art Gas. Irgendwer hat es dazu benutzt, um die schönen Soldaten wegzujagen. Sonic Big ist ein alter Freund von mir. Ich finde, wir sollten ihn mitnehmen. Wenn er ein Freund von dir ist, darf er. Lass gerne mitkommen. Wärst du das Giftgas überlebt, Big? Giftgas? Oh, weia, wo? Ich glaube, es macht ihm nichts aus, Sonic. Big ist ziemlich hart im Nehmen. Hey, kann uns helfen, durch das Gas zu kommen. Seid alle dafür, dass Big mit uns kommt? 100%, ich... Er ist so ein Lieber. Klar, wenn er das Gas überlebt kann, durchführen. Je mehr, desto besser, sage ich immer. Dann komm mit, Big. Deine Hilfe können wir gut gebrauchen. Juhu, ich begleite Amy. Nun müssen wir nur noch diesen Nebel durchqueren. Da kann uns Big helfen. Los! Jetzt müssen wir aber die Teammitglieder austauschen. Da wir jetzt nämlich mehr als vier Teammitglieder auf unserer Seite haben, müssen wir nämlich ein Teammitglied jetzt auf die Reservebank schicken. Aber er bekommt trotzdem noch dieselben EP wie schon der Rest der Gruppe. Also er wird nicht vernachlässigt. Sobald er nämlich ins Team kommt, bekommt er gleich die Erfahrungspunkte, die unser Team bereits bekommen hat. Auf dem Teamauswahlbildschirm kannst du entscheiden, wer Sonic bei seinem Abenteuer begleitet. Berühre einen Charakter, du dem Team hinzufügen möchtest. Berühre dann leeren Slot, den Charakter hinzuzufügen oder zu entfernen. Moment, Sonic wird doch wohl nicht... Sonic muss natürlich im Team bleiben. So, wie mache ich das jetzt? Ach komm. Irgendwie funktioniert das nicht so ganz, oder was? Ich drücke zwar, aber es geht irgendwie nicht. Noch nicht fertig. Ich muss ja noch...
Ach so, da ist die Reservebank. Ich Volldepp. Ich habe das jetzt irgendwie verwechselt. Tja, wer ist wohl besser, Rouge oder Tails? Ich würde sagen, Rouge ist besser für den Kampf. Okay, sie bleibt auf jeden Fall im Team, oder? Nein, Tails. Weil mit Tails kann ich doch Team-Kombos ausführen. Das ist eher besser. Okay. Gut, dann sind wir fertig. Big ist ab jetzt im Team, bekommt zudem noch die Erfahrungspunkte und ein paar Level-Ups. Geschwindigkeit und Glück sollte ich eher mal erhöhen, dann bekommt auch ein bisschen Angriff hinzu. Und unverwundbar auf Level 2. Das heißt, er kommt doch schon durch andere Hindernisse auch noch hindurch. Zum Beispiel Elektrofallen wird es demnächst noch geben, die nur er überwinden kann. Ja, und so ein paar Auktionen. Sagen wir es mal so. Big hat eher so, wie kann man das sagen? Big ist sozusagen einer im harten Nehmen, weil er hat die meisten LP von allen Charakteren, denke ich mal. Ich glaube, so ist es, ja. Dem ist so. Und, er kann nämlich Feinde vergiften. Also kann negative auch ebenfalls negative Statuseffekte dem Gegner hinzufügen. Und auch Gegner und auch dem und auch die und auch noch den Gegner einfach umhauen. Zum Beispiel hier die Stolperfalle. Und dafür sorgen, dass der Gegner gelähmt wird. Und ja, Rambok ist wirklich ein guter Angriff, den braucht man. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er abgelenkt wird, ist auch noch, da kommt auch noch hinzu. Mit dieser Technik kann Big ganz schön viel Schaden zufügen beim Gegner. Froggy Regen ist ein, ja, sozusagen ein Angriff auf einen Flächenschaden gegen alle Gegner. Kann ich auch noch brauchen. Froggy Gift. Ich würde sagen, die Stolperfalle können wir lähmen oder sollte ich eher Schmerz... Ich würde sagen, bei Froggy Gift können wir den Gegner vergiften. Ich würde sagen, Stolperfalle und noch eine andere Technik. Schmerzfrei. Dadurch, kann ich anscheinend... Dadurch kann ich anscheinend Schaden abwenden, wenn ich das richtig verstehe. Ich meine, ich habe natürlich jetzt nicht alle Techniken unbedingt benutzt, aber... Ich dachte, das ist ein Gegner. So, Big kommt da ganz leicht durch und siehe da, was ist da Schönes da drin. Oh, Schätze, wo das Auge reicht. Zum Beispiel Turbo-Turnschuhe. Ein Sparomat, ein Armband, das die Erschöpfung verringert sind. PP kosten sämtliche paar Auktionen um 1. Und Glückshandschuhe, also ein Haufen Ausrüstungsgegenstände. Und hier haben wir wahrscheinlich Heilungsgegenstände. Yep. Kann man gut gebrauchen. Und ein Chao-Ei. Ach ja, Big müssen wir jetzt mit einem Chao ausstatten. Jetzt, wo wir neu im Team ist. Vor allem jetzt diese neuen Handschuhe. Die Boxhandschuhe sind... Wird eigentlich am wenigsten Glück hier. Wenn, dann haben es entweder Big oder Amy. Big ist aber leider so langsam, dass man ein einziges Mal angreifen kann. Oder eine einzige Aktion in einer Runde ausführen kann. Auf einmal. Also dementsprechend bekommt er jetzt die Glückshandschuhe spendiert. Er hat am wenigsten Glück hier. Und Im bekommt jetzt den Sparomat. Und Erfrischer. Das wäre was für Sonic, aber dann... Oh, kann eben ihre Sachen auf einmal ausrüsten, okay. Und Turboschuhe ist was für Sonic. Oder Tails. Und ja, ihr seht es, Shadow wird auch dabei sein. Was sollte das für... Geschwindigkeit ist er bei ihm am geringsten. Okay, Tails bekommt die Turboschuhe.
So, damit wäre eigentlich die Ausrüstung hier verteilt. Jetzt kommt noch die Chaos. Big braucht da auch einen Chao. Ja, da Rouge jetzt nicht im Team ist. So, passt. Gut, dann wäre das mal erledigt. Und jetzt können wir hier versuchen, müssen wir hier versuchen, weiterzukommen und Knuckles finden. Big kommt da wirklich so leicht durch das Giftgas, das ist echt unglaublich. Ah, Sonic the Hedgehog, ich habe mich schon gefragt, ob es außer mir noch jemanden gibt. Ich habe verdächtige Bewegungen auf Klippen bemerkt. Wenn du diese Ventile anschaltest, kannst du vielleicht hinauffliegen. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Wir schaffen das! Ich glaube, ich weiß in etwa, wie das funktioniert. Ich habe in Bezahlung, wenn du willst. Ich versuche es zuerst allein. In Ordnung, berühre deinen Ausgangsfeind in das Rätsel. Schließ dann, komm zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Viel Glück. Okay, ein weiteres Rätsel, eine weitere Quest. Gucken wir mal. Zudem gibt es auch hier einen kleinen Endboss. Der, glaube ich, zählt auch zu der Quest. So, hier geht es wieder, Schalter zu betätigen. Eigentlich wieder das übliche Prozedere, so wie wir es kennen. Vorher aber hole ich mir noch... Oh. Ja, aber aktuell kann ich jetzt das nicht machen. Ich würde schon sagen, jetzt ist wieder ein Schau geschlüpft, aber aktuell kann ich da noch nicht nachgucken. So. Das ist schon mal aktiviert. Ob sich Tails darum kümmern kann? Nee, geht nicht. Es müssen auf jeden Fall alle auf einem Schalter bleiben. Das Rätsel ist aber jetzt mal... Okay. Ich glaube, ich habe den richtigen Schalter. Und ich muss einfach nur... Ja, ich habe schon kapiert, was ich machen muss. Genau. Hier. Ich glaube, ich sollte mit Sonic da vom Schalter gehen. Oder verschwindet das hier und das ist nicht gut. Das ist jetzt blöd. Oh, natürlich, Big soll ja auch da. Dass ich auch noch drauf. Big sollte ich dann da draufstellen. Und schon. Ja, passt schon. Hab jetzt kurz einen Denkfehler gehabt. So. Jetzt ist das hier drauf. Und jetzt können wir gucken, ob der Ventilator dann funktioniert. Noch nicht ganz. Achso, wir müssen erstmal das Ding ablegen. Und. Ah, jetzt passt es. Sehr gut, wir haben das Rätsel gelöst. Nice. Und Sonic Level Up. Auf Level 6 jetzt gerade. Ja, Angriffspower. Aktuell kann ich noch keine Poweraktion ausführen. Deswegen spare ich mal die Punkte auf. Also Poweraktion kann ich jetzt nicht verstärken. Sehr schön, eine weitere Quest haben wir auch schon mal erfüllt. Oder ein weiteres Rätsel besser gesagt. Das war Story-relevant. Aber zuvor gucken wir uns hier nochmal um, weil wir wollen auch noch Nebenquests erfüllen. Und da sind einige der neuen Gegner Riesenraupen. Gigantischer Tausendfüßler. Das sind Tausendfüßler. Und die haben einen Haufen KP und ich glaube, die haben irgendeine gemeine Technik, mit der sie uns, mit der sie sich wieder heilen können. Ja, die allein Eonen sehr wenig Schaden. Die ließen uns an. Pfui, was sind das für Manieren? Und machen natürlich auch dementsprechend sehr viel Schaden. Ja, sie können sich regenerieren, das ist das Problem. Sie hatten saumäßig viel aus und können sich regenerieren. Das ist das Problem mit den Viechern. Aber... Au.
Power. Sie können sich nicht wiederbeleben. Okay, das ist wenigstens ein Vorteil, aber die brauchen leider lange, bis dass man sie erledigt hat. Und deren Angriffe sitzen, dann machen sie schon viel Schaden daraus. Zum Glück kann Big ganz gute Schaden machen hier. Ekliges Vieh! Ich glaube, ich sollte mal eine Power-Aktion dazwischen einsetzen, aber wegen den normalen Gegnern hier wäre das schon fast Verschwendung. So nicht. Nein. Oh, verdammt. Na, toll. Jetzt ist ausgerechnet Big verwirrt. Und er hat die höchste Angriffskraft hier. Ach. Das kann Big wahrscheinlich nicht treffen. Ach doch. Zum Glück. Au. Jetzt haben wir den fast, diesen beschissenen Riesenwurm hier. Tausendfüßler. Ja, stimmt, er hat zu viele Beine, also das stimmt schon. Aber das hat ihn nichts gebracht. Und trotzdem kommt man nur 10 von denen. Also es lohnt sich auch nicht, gegen die zu kämpfen. What the hell? Die machen so viel Schaden. Trotzdem. Wahnsinn. Ach ja, wir wollten... Oh. Haben wir leider schon. Na gut, was soll's. Meine Fresse. Die Viecher sind ja grausam stark. Da muss ich schon wieder ein paar Heilungsgegenstände verwenden für die. Zum Glück habe ich ja jede Menge Heilsamen. Wow, bei Big braucht man schon mehr. Ist auch klar, bei seinem KP-Wert. Klar, wie Kloßbrühe. So, hier kommt man auch nur mit... kommt man nur mit Big durch. Und was ist hier? Eigentlich nichts. Ist noch einiges zu erkunden. Ich gehe mal hier entlang. Oh nein, eine Wespenkönigin. Was zum... Oh, da ist einer der Bosse. Ein kolossaler Wurm. Jetzt haben wir zwar Hinterhaltschance, aber... Oh, Mann. Wir können kaum was ausrichten. Ja, ich glaube, davon gibt es insgesamt 2 von denen. Na schön. Oder wir sollten... Ja doch, blauer Bomber ist besser. Aber ich kann mehr nicht ausführen. Big in der Zwischenzeit sollte Rambok einsetzen, das ist ein starker Angriff. So, und küsst die Hand für Sonic. Und für Big. So. So, schon mal ganz gut Schaden gemacht. Wäre schön, wenn aber die Aktion erst nach Amy ausgeführt wäre. Hm, geht schon mal. Oh oh. Okay. Das ging gerade nochmal gut. Und tschüss, da ist der Wurm auch schon kaputt. 50 Erfahrungspunkte, oh scheiße. Und da kommt noch die Wespenkönigin hinzu. Und dazu noch 2 von denen. Heilige Scheiße. Naja, die sind jetzt wahrscheinlich aktuell nicht mehr so ein Problem. Und die Drohne, die können wir ganz leicht wieder machen. So, zack. Uh oh. Ach nee. So, diesmal nicht.
Amy soll nicht noch mehr vergiftet werden, als es eh schon ist. So, erledigen wir die eine erstmal schnell. Können wir uns um die zweite kümmern. Aus! Die wollen Amy noch mehr vergiften, oder was? So, eine ist weg. Ja, aktuell gehen die Gegner auch nicht weg. Ziemlich gut, das ist nicht mehr so wirklich problematisch. Das ist klar. Könnte schlimmer sein. Wenn man die Power-Aktion richtig nutzt, dann kriegt man das auch schon gebacken. Und ansonsten hier bei den Levelunterschieden 50 Erfahrungspunkte. Heilige Scheiße. Ich glaube, mich hier zu erinnern, dass jetzt schon einige Charaktere 1000 Erfahrungspunkte benötigen für einen Levelaufstieg. Ist das zu fassen? So, da kommen wir jetzt in Chao-Ai hier. Ansonsten ist ja nix. Gut. Der Wurm war schon beinahe eine Überraschung. So. Das haben wir auch noch nicht genutzt. Dann machen wir das mal. Yum. Oh, da brauchen wir Knuckles. Na schön. Können uns hier noch. Was ist denn? Ich wollte gerade sagen, warum geht er nicht dort? Warum kommt nicht die. Warum kommt nicht das Symbol? Ah. Die Chaos schlüpfen sehr schnell aus. Ein Wasserschild, okay. Okay, hier ist wieder so ein Tausendfüßler. Den kann ich jetzt gerade nicht brauchen. Die geben mir kaum EP, leider Gottes. Bevor wir nämlich uns der Main Story widmen wollen, will ich mich ja noch hier umgucken, so wie es nur geht. Oh shit, da ist der nächste. Immerhin können wir schon am Anfang mal ein bisschen Schaden machen. Oh Gott. Okay. Ein blauer Bomber. Und ansonsten attackieren. Auch Big könnte Rambok noch einsetzen. Ach, geht nicht, verdammt. Schön, der greift halt normal an und Amy küsst die Hand. So, und hier. Sehr gut. Mhm. Bam. Ach, so. Lass das sein. Hör auf, uns anzunießen. Okay. So viel dazu. So, wenn wir jetzt in der Runde zuschlagen, dann brauchen wir keine Power-Aktion mehr, um den fertig zu machen. Bam. Jetzt, wo wir stärker sind, dann will ich den Wurm aufräumen. Aua. Hey, das büßt du mir. Come on. Ach, er ist immer noch nicht down, verdammt. Naja, gut, der Wurm gibt ja zum Glück nicht mehr so viele Probleme. So, tschüss. Okay, ich glaube, das war wahrscheinlich der letzte. Ah, haha. Auf Geschwindigkeit, ja. Bleibt ein bisschen ausgeglichen. Oh, jetzt kommt ein Blitzknall. Luft um eine Blitzgranate. Das Ziel ablenkt und verlangsamt oder Adrenalin. Ja, hyper. Geben wir ihm das hier. So. So. Wonach wollte denn jetzt Big bitte schön angeln? Schon wieder so eine Wespenkönigin. Die bewacht das Chao-Ai. Na gut. Aber wir können auch hier rüberfliegen.
Und da gibt's ein weiteres Schauei dafür. Ach, vergib, ich muss mich kurz mal rück... Ich muss irgendwie in so einer blöden Haltung sitzen, damit ich auch mein 3DS im Auge behalten kann. Mit dem Touchscreen. Oh, das ist auf Dauer leider Gottes nicht so gut. Aber besser, als wenn ich's mit Kamera aufnehmen würde, das so. Und auf dem PC hätte ich dann auch wirklich Probleme mit dem Touchscreen. Hm. Na komm. Machen wir jetzt nicht groß rum. Jetzt mal eine Power-Aktion ein, wenn wir schon die Möglichkeit haben. Und auch Tails hier. Adrenalinstoß. Der Sonic. Und ansonsten attackiert er einfach. Und zack. Yes! So, das ging gut. Okay. Lass das. Hm, das hat nicht ganz geklappt. Aber was soll's. Oh. Ich glaube, die Auswahlfähigkeit werden wir selber nicht bekommen können. Ah, Schock. Das klappt jedenfalls. Aua. Aus. So, den hält man schon mal down. Lass das sein. Ach, come on. Der nächste Angriff muss doch sitzen. Und hier. Nee, nee, nee. Ach, fuck. Ach. Schon wieder. Lass es sein. So. Zum Glück sind jetzt auch mehrere Wespenkönige jetzt kein Problem mehr für mich. So. Damit gehört uns auch wieder das Ciao-Ei. Aber ich möchte jetzt nicht mehr mit den Tausendfüßler da befassen. Ich muss da leider Gottes zu der Stelle hin. So, flieg da rüber. Was war das denn? Was macht denn da so ein bösen... Was macht denn da so ein Krach? Hm, mit den Soldaten haben wir schon gesprochen. Wir haben ja bereits hier den Ventilator aktiviert. Damit sind wir schon mal fertig. Damit kommen wir dann auch zum Ziel rauf. Aber das ist jetzt aktuell noch nicht unser Ziel. Was wir noch machen wollen, ist noch erstmal hier den Rest erkunden. Okay, da waren wir schon. Ah. Was haben wir denn wieder für Feines? Okay, Hammer. Den haben wir noch nicht. Steigert maximal PP des Zuge-Warters. Okay. Interessant, aber denke mal nicht. Was macht denn das denn? Was für ein Vieh macht denn solche Brüllgeräusche? Na, spring! Ach nein! Ach man! Ich wollte die Tausendfüßler gar nicht. Mann! Diese Viecher machen wirklich nicht. Diese Viecher sind wirklich sau behindert. Mein lieber blauer Bomber. Die nerven nur brutalst. Da kann ich gar nicht mehr. Und hier? Nö. Greifen wir lieber an. Müssen wir uns halt mit dem befassen. Auch wenn es Ewigkeiten dauert, bis das hier endlich down gehen. Dass wir eine hohe Panzerung haben. Auf uns anschließen. Ekelhaft. Au, armer Dick. Lass ihn mal in Ruhe. Hat blöd, dass sie sich auch regenerieren können.
Gott, und der hat allein auch so wenig Schaden, ey. Als würden sie die ganze Zeit sich verteidigen. Die haben halt so eine hohe Verteidigung. Nein, nein. Aber zum Glück ist er jetzt auch weg. So. Und Sonic kann ja auch wieder Axtkick einsetzen. Weil seine BP sich ja mit der Zeit immer heilen. Zack. So ist doch nice. Ja, so haben wir haben ihn schon fast. Kann man in einer Runde down kriegen. Nice. Nur so wenig Erfahrungspunkte für solche Gegner. Ist echt unglaublich. So. Hier waren wir ja noch nicht. Okay. Dann mal los. Ach so, hier von hier sind wir gekommen. Okay. Aber hier können wir rauf. Und leider Gottes ist hier schon wieder eine Wespenkönigin. Ach, der Part wird schon wieder zu lang. Ich müsste leider mal ein paar Heilungsgegenstände wieder einsetzen. Boah, Big hat ganz schön viel Schaden erlitten. Der arme Kerl. So, alles in Topfit. Naja, mehr oder weniger. Wozu habe ich eigentlich einen Powerbonbon, wenn ich es nicht einsetze? Moment. Oh. Da sehe ich schon mal einen Fehler in diesem Spiel. Weil wenn man es... Man kann es noch nämlich öfters einsetzen, als es nötig ist. Das ist das Problem, ey. Das wusste ich gar nicht, weil wenn man... Wenn man volle BP hat, kann man es trotzdem noch vergeuden hier. Das sollte eigentlich nicht sein. Man kann trotzdem noch einen... So einen Gegenstand verbrauchen. Normalerweise müsste es automatisch heißen, BP ist sinnvoll, nicht mehr nötig. Das haben die Entwickler auch nicht gut gemacht. Das muss ich leider kritisieren. Aber sowas von. Tut mir leid, liebes. BioWare. Das hättet ihr schon besser machen müssen. Ich hab da eigentlich schon ganz ordentliche Rollenspiele entwickelt. Weil die Dragon Age-Reihe soll wirklich sehr beliebt sein. Ich selbst habe sie nicht gespielt, aber. Immerhin gibt es ja schon, ich weiß Gott, wie viele Teile von diesem Spiel. Au, jetzt bin ich vergiftet, das gibt's ja nicht. Okay, der Raumbomb hat's gemacht. Na, ich krieg das mit den Aktionen immer ganz gut hin. Was? Wieso verfehlt? Ist er auf Ausweichen gegangen? Das gibt's ja wohl nicht. So ist der Angriff daneben gegangen. Shit. Damit hätte ich ihm gleich sehr schnell sehr viel Schaden zufügen können. Da wäre er gleich in der nächsten Runde down gegangen. Das ist doch nicht euer Ernst. Alter. Nicht so schnell, lass das sein. So, hier kriegst du aufs Maul. Ach. Aus. Blödes Drecksvieh. Hier. Mein Gott, mach den doch endlich mal kalt. Ach. Diese Viecher gehen einen echt auf den Sack. Na gut, den Ort haben wir auch schon erkundet. Wir haben eigentlich schon ziemlich alles erkundet, bis auf... Ja. Könntest du euch denken? Oh Mann, der Part ist schon sehr lang geworden. Und wir haben bisher nur in den Mystic Ruins mit den Nebenmissionen verbracht. Na schön, aber wir können ja jetzt dann zum Versteck. Und dort müssen wir hoffentlich Knuckles finden. Wow! Wir haben Chance, dass der Feind der Flucht aus der Schlacht ergreift. Nein, brauche ich nicht, aber schade, das ist nämlich eine der seltenen. Na, was soll's. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, im nächsten Part werden wir nun sehen, ob wir Knuckles hier beim Versteck finden können.
Daumen hoch gilt es für immer zu verteilen, wenn es gefallen hat, obwohl der Part ziemlich lang wurde und auch nur gespickt mit lauter Kämpfen und den ganzen Erforschen von den Mystic Ruins. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß damit und ich hoffe, es seid auch wieder beim nächsten Mal mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for the Fick Itinerant. Bis zum nächsten Part von Let's Play Sonic Chronicles, die dunkle Bruderschaft. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.